Hey, hallo Leute, willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal und ich habe gerade noch ein bisschen weitergebaut. Die Updates bis jetzt sind immer nur sehr kurz, weil ich nicht geschafft habe, viel weiter zu bauen. In den nächsten Tagen wird aber viel mehr weitergebaut, weil habe ich wieder Zeit. Klar, es fängt Schule an. Also, ich schätze mal, dass nächste Woche sehr wenig, wahrscheinlich nur 2 bis 3 Videos kommen. Also ich werde versuchen, jeden Tag eins zu bringen. Aber nächste Woche schreibe ich 3 Proben und dafür muss ich halt vor sehr lernen und die Woche drauf auch, also genau. Das wollte ich nur kurz sagen, falls weniger Videos kommen, dann mal, genau. Aber ich versuche natürlich was rauszubringen. Auch wenn es nur 1 Minute Updates sind, es tut mir sehr leid. Stellt mir Fragen, dann kann ich die noch beantworten, dass das Video noch ein bisschen rausgezögert wird, weil ich kann ja nicht einfach unnötig noch was erzählen. Klar, wenn ich zu zweit bin mit Andi oder mit Koala, werden die Videos von Haus aus länger, aber ich versuche meine Videos auf 10 Minuten zu halten. 10 bis 20, 30 Minuten, kommt drauf an, was ich gerade mache. Und eventuell kommen auch mal wieder ein paar Baufolgen mit rein. Okay, auf jeden Fall, ich habe weitergebaut. Und zwar die Mall, die ist jetzt finished, also die ist jetzt fertig. Den Brunnen haben wir letztes Mal schon gebaut. Ich habe den noch ein bisschen überarbeitet. Hier unten weiß ich noch nicht, wie ich das hier mit Sitzmöglichkeit machen will. Oder hier so. Weil hier hätte ich ja den Gang. Hier so haben wir Essen und sowas. Ist dann hier auch. Da und da auch so. Ja, das ist überall anders. Und hier haben wir direkt einen Laden, und zwar einen Klamottenladen. Und hier könnt ihr die anprobieren. Weiblich und männlich. Kann man halt reingehen. Kann man sich umziehen. Und so, genau. Und hier ist halt mein Lager dann. Zumindest habe ich die Wand erstmal reingezogen. Hier kommen noch die Outfits rein. Genau. Sowas ist halt alles primär dann am Schluss. Dann haben wir hier noch diese Straße gebaut. Also zumindest ich. Und zwar in dieser Stadt wird das alles grün und geordnet. Und zwar, das hier wird so als, ja, Art Absperrung, sagen wir jetzt mal. Und zwar, ja, so. Ups. Und zwar so. Jetzt kommt da halt ein grüner Fleck rein. Zum Beispiel, wir sagen jetzt einfach mal, ja, das hier. Machen wir jetzt mal. So, als wie wenn wir jetzt, also, es wird hier noch abgesenkt. Ist so. Hier ist dann halt die Ausfahrt hierfür und die Einfahrt ist dann halt daneben so. Jede Spur ist 3 breit. So. 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 Nein. Nein, so. Machen so. So. Hier ist dann halt Straße. Zack und zack. Zack und zack. So. So, ich will das ja dann so. Zack. So und so. Dann würde das halt so aussehen. Und zwar hier wird alles noch so abgesperrt in der Art. Und dann kommen dazwischen entweder Gebäude oder Pflanzen. Ihr könnt ja mal hinschreiben. Zum Beispiel, hier hätten wir jetzt wahrscheinlich bis hierhin einen großen Hohlraum. Was könnten wir hier reinmachen? Wir können hier, na, Wohnhäuser sind doof, ein Gebäude hinbauen mit einem Laden drin. Aber schreibt rein, ihr müsst in die Kommentare schreiben, was für ein Laden. Ich lese jeden Kommentar durch, auch wenn unter meinen Videos meistens 0, bis wenn da nur einer sind. Ich antworte auch drauf. Wenn er mir gefällt, gebe ich auch ein Herzchen drauf. Also, schreibt gerne in die Kommentare, was in diese Zwischenräume soll. Oder ob da einfach nur Bepflanzung rein soll. Genau, weil das werden wir hier sehr oft haben. Und so zum Beispiel,
Hier kann man noch so ein, ja, Laden reinziehen, aber wir wollen es ja auch nicht überfüllen mit Läden. Die andere Stadt, da ist halt so alles genutzt und wenn nicht, dann ist es halt grün und so. Genau. Zum Beispiel zwischen sowas, also wenn jetzt, wir sagen jetzt einfach mal, hier Straße, dann kommen natürlich hier Bäume rein. Aber wir, also ich weiß nicht, was da reinkommt und wenn, wie. Zum Beispiel halt diesen Zwischenraum beim AWP, der wird mit Bäumen und grün. Aber zum Beispiel der hier, der wäre ja riesig. Und da könnte man ja noch easy ein Gebäude reinzimmern. Oder was natürlich auch eine Möglichkeit wäre, wäre Parkplätze. Aber wenn ich mir das mal so anschaue, Parkplätze hat man selten. Das hier sind ja Kundenparkplätze. Und natürlich war das nicht das Einzige, was ich gemacht habe, sondern auch noch was anderes. Und zwar diese Häuser, die habe ich am Tablet, als ich Zeit hatte, habe ich mir Designs überlegt, wie man die bauen kann. Ich habe die bisschen auf. Also ich war noch nie in Leipzig. Ich wohne dort nicht. Ich wohne auch nicht in der Nähe. Ich kenne es nur aus TikTok-Videos von TikTokern oder auch von Google, habe ich einfach mal gegoogelt. Und zwar, oder nicht nur aus Leipzig. Leipzig, da kenne ich es jetzt her von Leipzig, aber es gibt auch wahrscheinlich das oft genug anders. In Leipzig gibt es irgendwo, also außerhalb von Leipzig sowas, würde ich jetzt sagen, gibt es Häuser. Das sind so modernere Häuser mit auch eventuell mit Balkon und sowas. Die sehen so ähnlich aus. Nicht so Containerhäuser, sondern so kleine moderne Villen. Falls ihr wisst, was ich meine. Und die habe ich versucht nachzubauen. Ihr könnt ja mal Feedback schreiben. Soll ich vielleicht das eine Register hier weglassen und da eine Terrasse hinbauen? Soll ich nach hinten hin eine Terrasse bauen? Hier ist halt der Garten. Hier hat man noch so ein Tor. Also das hat man auf beiden Seiten, dass sich das halt hier verbindet. Hier ist dann so ein Carport. Eventuell baue ich auch eine Garage, das weiß ich nicht. Und auf dieser Garage könnte man ja dann das bauen. Also schreibt mir gerne was in die Kommentare, wie ihr es findet. Ich freue mich sehr über Feedback, über Verbesserungsvorschläge und Änderungsvorschläge. Genau, auf jeden Fall. Ihr könnt auch mal schreiben, wie wir das hier mit mehr machen sollen. Weil in der anderen Stadt ist es halt so offen, aber hier ist schon tief runter. Ob wir hier unten noch so eine Schicht hinklatschen sollen und ob der Berg weg soll. Weil der Berg ist ja noch schön. Aber der ist nicht mehr so. Soll der weg? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Also ihr müsst halt viel schreiben. Genau. Und dann werden wir in den, ja, nächsten 10 Folgen oder sowas vielleicht die Altstadt beginnen. Wenn nicht sogar schon in den nächsten paar Folgen. Dass hier endlich mal die Altstadt vorankommt. Und genau. Ihr könnt ja gerne mal Ideen schreiben in die Kommentare. Also schreibt mal rein, wie findet ihr die Häuser? Also, erstens, was kann man hier in diese Zwischenräume machen? Zweitens, wie findet ihr die Häuser? Was kann man daran machen? Drittens, wie sollen wir das hier unten machen? Viertens, wie soll die Altstadt werden? Fünftens, soll der Berg weg? Ja, nein. Sechstens, wie findet ihr diese Stadt allgemein? Schreibt diese 6 Dinge in einem großen Kommentar am besten zusammen. Und dann lese ich mir noch gerne durch. Und dann haut rein, Leute, und ciao.